Herzlich willkommen, ich bin Alpenex und ich begrüße euch zu Black Desert Online. Ja, und wir sind jetzt gerade in der Charaktererstellung. Ich habe mich für die Sorceress entschieden, wie auch schon in der Beta. Ich bin einfach tierisch begeistert von dieser Klasse. Es hat einfach einen tierischen Spaß gemacht, die zu spielen. Und da machen wir dann auch genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Ein bisschen was anderes wollte ich diesmal vielleicht aber machen. Ja, das sieht schon recht nice aus. Das hier ist ganz cool. Ah, das wird's. So. Machen wir mal alles ein bisschen kürzer. So ist doch echt geil. So ist das doch schon ziemlich gut. Vielleicht noch die. Hier ein bisschen länger. Hier noch ein bisschen länger. So. So ist das doch schon ziemlich gut. Ja. Kriegt man das da oben auch noch ein bisschen. Dass das nicht da so hoch geht. Sieht nämlich irgendwie ein bisschen komisch aus. Ah, sieht nicht so aus. Ein bisschen hier. Da passiert nicht wirklich was. Ja. Das war ein bisschen rein. Boah, ey, das ist so krass zum alles zum Anpassen hier, ey. Kommt man schon gar nicht mehr mit, ey, was man hier alles machen kann. Aber diese komische Locke da oben, die stört mich noch ein wenig. Aber so ist das, glaube ich, schon mal ganz gut. Haarfarbe. Was wird es denn? Ich finde das ganz geil. Warum sind denn die Spitzen jetzt nicht? Ah. Das ist schon ganz geil. So, und das machen wir jetzt. So ein bisschen noch da rein. Das passt dann schon ganz gut, oder? Oder ein bisschen ins Blaue gehen. Na. Ja, doch. Ins Blaue. Finde ich geiler. Heller vielleicht. Grün. Grün sieht irgendwie doof aus, ey. Naja, nehmen wir das. Ein bisschen hier noch. So, ein bisschen blauer machen. So. Ja. Das ist doch schon mal ganz geil. So, kommen wir zum Gesicht. Eigentlich finde ich das Gesicht schon echt ganz gut. Deswegen gehen wir mal direkt über zu Haut. So, ein bisschen brauner. So, Gesichtsform. Und das ist echt heftig. Upsa. Ja, schmoll mal ein bisschen. So. Ja, die Nase nicht zu krumm machen. Hier ein bisschen den Winkel ziehen. So. Den Kinn aber nicht zu weit. Die Wange ein bisschen da ziehen. So. Ja. Das ist schon mal ganz schick. Damit ist jetzt nicht mehr ganz so Standard. Was haben wir jetzt hier? Ah, Make-up. Okay. Kloppen wir da so ein. Haben wir hier nichts Blaues? Ist doch blau, oder? Hm. Für mich verändert sich da irgendwie nichts. Aber okay. So, Iris. Da finde ich hier immer noch die Linse am geilsten. Ist das diese hier gewesen? Oder diese?
Oder war das diese? Diese war das. Die nehmen wir auch mal in einer coolen Farbe. So. Das kommt schon mal ganz gut. Die möchte ich ganz gerne in Schwarz haben. Ja, und die soll auch weiß bleiben. Also alles andere finde ich irgendwie so ein bisschen komisch. So, die hier. Machen wir auch mal in leicht blau. Das ist mir zu hell. Naja, das geht. Das finde ich ganz gut. Ja, Tattoos sind immer noch die alten. Also das geht gar nicht. Also ich finde das tierisch hässlich. Deswegen kommt da für mich jetzt so erstmal nichts in Frage. Stirnfalten, Augenfältchen, Lachfalten. Nein. Gut, das wäre dann auch schon hier fertig. Ich will jetzt aber auch nicht im Schnelldurchlauf hier durch. Ja, also, so, drehen wir mal die Hupen ein bisschen hoch. Kann die auch noch hängen lassen oder sowas. Oh jo. Och, krass. Wenn man das alles hier hochdreht, dann hat man einen riesen Okolyten. Ja, ist doch cool. Ist das jetzt so ein J-Lo-Po? Ne. Also hier tut sich gar nichts. Da tut sich auch nichts. Da kommt es ein bisschen raus. Breite. Ich finde, da wirkt da. Also so richtig tut sich da nichts. So. Muskulös. Auch Muskeln ginge wohl klar. Ah, nicht zu hart, ey. So. Setzen wir alles mal so ein bisschen mittig. Ey, die Anpassungsmöglichkeiten, die sind echt enorm. Also, das ist schon krass, wie viel man hier machen kann. Sternchen finde ich ganz geil. Machen wir mal in Schwarz. So, die in Schwarz. Und da kann die noch ein bisschen verrücken und alles Mögliche. Also, das ist schon echt heftig. Warte mal, der Stern da auf der Titte, der gefällt mir nicht. Upsa. So. Und jetzt ein bisschen verschieben. Ein wenig. So. Jetzt noch ein wenig. Das war wieder falsche. Ein wenig rechts rüber. So, noch ein Stück. Und ja, jetzt wieder noch runter. Boah, der obere Stern, der geht mir tierisch auf die Eier. So. Ich glaube, so dürft's gehen. So, Pose. Habe ich gar keinen Bock zu bearbeiten. Gestell. Kleidung. Finde ich gut. So. Gestell haben wir. Stimme. Könnte ruhig ein bisschen dunkler sein. Bisschen zu dunkel. Ja, das war es jetzt so erstmal mit der Charaktererstellung. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und nächste Tage geht es endlich los mit Black Desert. Und ich freue mich tierisch drauf.
Seid mit dabei, wenn es losgeht. Wann es genau diese Woche noch losgeht, weiß ich noch nicht ganz genau. Aber ihr erfahrt es über Twitter, Facebook oder halt, ich mache noch ein Video dazu, weiß ich noch nicht. Oder ich schreibe es hier in die Beschreibung rein. Ich kann es noch nicht sagen. Auf jeden Fall, wenn ihr mir irgendwo folgt, kriegt ihr auf jeden Fall was mit. Und ja, bis dahin. Ciao.